Da ist ja auch das Interessante sozusagen, dass die andere Variante, wo wir heute jetzt, wir machen ja jetzt hier sozusagen, weil wir gerade also beide begeistert sind, diese Jody Delicious Seite, der geht ja genau sozusagen auf diese Problematik ein, dass seine Texte im ersten Sinne, auf den ersten Blick ja vollkommen unverständlich sind. Wenn man sich aber genau anschaut, dann haben sie eine bestimmte Logik sozusagen. Dann benutzt er drei buchstabenlange Wörter, aber die sind dann natürlich auch, unter denen sind natürlich dann auch unterschiedliche Dinge zu verstehen. Unter kommen könnte commercial verstanden werden, aber auch Communication oder was auch immer. Ja, klar. Genau. Und das zeigt aber jetzt eigentlich schon, was das Problem ist sozusagen hier, dass selbst wenn man relativ präzisen Schlagwörter hat, dass man entweder ins unendliche Feine differenziert, genau, und dann wird es auch nicht mehr praktikabel, oder es kommt so, wie du unter How-To was anderes verstehst als ich. Genau, also es kommen einfach unterschiedliche Dinge raus. Und das kann man auch gar nicht verhindern, und jetzt könnte man auch gleich damit arbeiten, frage ich mich jetzt zum Beispiel. Also meine Variante war gewesen, okay, ich habe überhaupt nicht den Anspruch sozusagen ordnen zu wollen, sondern ich will bloß wirklich meine Perspektive zum Ausdruck bringen und es für mich ganz subjektiv ordnen. Ist es aber bei uns auch noch merke, dieses, es ist dass eine, es nicht es mehr ist, funktioniert ist, jetzt, wollte ich gerade sagen. Achso, entschuldige. Nee, ich wollte gerade sagen, ich merke jetzt gerade, das löst sich nicht ein, weil selbst meine eigene Ordnung halte ich nicht durch. Ganz menschlich aber sozusagen. Ist das, nicht der, also das ist aber ein Persönlichkeitsding wahrscheinlich, oder? Das wäre interessant. Oder passiert vielleicht euch auch irgendwann? Naja, kann eh sein, dass das... Also, ich glaube, es bedarf halt, wenn man, auch wenn man seinen persönlichen Linien da irgendwie folgt, es bedarf trotzdem es bedarf immer wieder einer Nachbesserung. Weißt du? Also ich habe das auch gemerkt bei der Tag Gallery. Du fängst ein Update, halt, sozusagen. Ein Update. Ja, genau, ein Update, und du veränderst dann auch Schlagworte oder fängst dann irgendwie nach 200 Schlagworten an, irgendwie so Dubletten wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Computer und Computers rauszulöschen und alles halt in also den Singular zu setzen. Und, also und so. Pflege, genau, Datenpflege. Pflege, ja, genau, solche Dinge. Aber habt ihr euch denn da auseinandersetzt sozusagen mit richtig Taxonomien Nein. und Ontologien und so weiter? Nein, nicht wirklich. Aber ihr also, wart euch das Problemfeldes bewusst, das, aber ja, habt, ja, euch auch, habt euch auch wirklich persönlich nicht dafür entschieden, das gesagt, persönlich nein, irgendwie nicht zu machen. Ja, genau. Ja. Also ist ja dann doch sehr auch sehr nahe. Ja gut, weil wenn, welche Taxonomien verwendest du dann? Also da bearbeitet man halt dann ein, denke ich mir, auch klassisch kunsthistorisches Feld, wenn man das jetzt so in kunsthistorischen Zusammenhang sieht, und muss halt dann auch auf die allgemeingültige, unter Anführungszeichen, Taxonomie irgendwie zurückgreifen oder zumindest von denen ausgehen. Mhm. Und das wollt ihr halt auch nicht? Ist vielleicht, naja, gut, ich denke mir, das ist vielleicht eine Ausbaustufe. Aha. Ja. Also ich finde es gerade noch interessanter, irgendwie die Links zu sammeln und irgendwie in Gruppen zu bündeln und dann halt einzelne Ausstellungen unter Anführungszeichen daraus zu machen, als mich mit so intensiv mit der Taxonomie irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Aber ich denke mal, das ist vielleicht ein Folgeschritt daraus. Es könnte auch ein eigenes Projekt sein, irgendwie mit den Schlagworten irgendwie zu arbeiten und wirklich diese Schlagwörter irgendwie in eine Form zu bringen, dass die auch irgendwie eine gewisse Form von Allgemeingültigkeit irgendwie erlangen. Weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht, mir geht es gar nicht mal so um Allgemeingültigkeit, weil dann kommt, oder nee, doch, eigentlich auch. Ich finde es auch sehr spannend, weil das ist ja auch die Web 2.0-Idee, dass sich sozusagen dann viele auf eins einigen und dass ich dann über gleiche Perspektiven sozusagen einen anderen entdecken kann und dann weiterkomme und so. Aber es steht für halt mich auch würde irgendwie, das zum Beispiel interessieren, finde ich. Was steht? Ich finde, sobald du dich einigst auf Begriffe und Begrifflichkeiten, steht das System. Genau. Also dann wird es starr und damit ist es dann eigentlich tot. Ja. Also eigentlich würde das eigentlich für Delicious und auch für YouTube bedeuten, dass dann damit das ist abgeschlossen ist. Ja. Nicht einmal abgeschlossen, sondern einfach also tot geht. Und so kann man es eher wie eine Sprache verstehen, die sich sozusagen auch anpasst an die Bedürfnisse, Benutzung. Aktuelle Bedürfnisse nämlich auch. Und an die Nutzung. An die Nutzung und an die Nutzer. Ja, genau. Ja. Okay.
und die Nutzer ja auch erweitern können. Zum Teil, eben Teil. Klar. Ja, genau. Es wäre ja wirklich auch interessant, also das halte ich für eine sehr spannende Sache, wenn man zum Beispiel tatsächlich Tech-Vergleiche machen könnte in einer anderen Art und Weise, als es jetzt Technokratie oder so tut. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel YouTube-Tags mit Delicious und so gleich sozusagen irgendwie verwalten. Oder kennst du da ein Tool? Nein, aber bin mir fast sicher, dass das irgendwie, also ich bin mir sicher, dass es ein Tool gibt, ja, das irgendwie so die Links aus unterschiedlichen 2.0-Dingen, also die Tags zusammen führt. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Also da muss ich auch nochmal schauen. Mich würde dann noch jetzt, wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, nochmal abschließend interessieren, wie ihr sozusagen in der Tech-Galerie, man kann ja auch sagen, ihr habt da ein riesen Feld vor euch, was ihr kuratieren wollt. Mhm. NetArt im weitesten Sinne. Ja, genau. Also ja. Du hast auch die Definition von Netzaktivitäten eher als schon den festen Kanon im Kopf. Und das sind also Millionen, um nicht zu sagen Milliarden Webseiten. Wie selektiert ihr? Wie kommt ihr dazu? Wie macht ihr das? Indem wir halt in dem Informationsfluss auch drinnen sind und unsere Infos über einerseits, also selbst wenn wir Dinge machen, über Mailinglisten erhalten, auf diversen anderen Plattformen, den großen, weiß ich nicht, angefangen, Rhizome, Turbulence, also so die Klassiker oder für den deutschen Sprachraum halt die Mailingliste Spectre, wie auch immer. Und solche Dinge, beziehungsweise durch den Kontakt mit Leuten und das eigene Netzwerk, also von Leuten wie dich zum Beispiel, halt, ja. Beziehungsweise halt auch über Aufrufe an fremde, unter Anführungszeichen, Leute, ihre Beiträge zu schicken. Das war so eins, oder? Dead Art, war es das? Nein, das war nicht so eins, das war die allererste. Das ist eine Sammlung von Links zu Kunstwerken aus bekannten Datenbanken, die aber kaputt sind. Die schon vorbei sind. Aber genau. Wo war die Die erste war das eigentlich. Die erste Zuschickung war Link 03 auf, genau. Geführt wird. Genau. wo zwei Leute, also Ela Kagel und Ursula Endlicher, gemeinsam irgendwie an dieser Tagshow gearbeitet haben und sich in dialogischer Form mit dem Kuratieren im Netz auseinandergesetzt haben und sich halt so im Ping-Pong Links zugeschickt haben und über diese Links das Kuratieren im Netz irgendwie so ein bisschen abhandeln. Ah, ja. Und das ist im Grunde das dann. Und sind dann da auch noch Texte sozusagen, haben die Ausstellungen, die ihr macht, wiederum Links auf Texte, die ihr dann veröffentlicht, ja, zu den einzelnen Ausstellungen? Genau, also es gibt immer diese, den Link unter dem Bündel, also unter dem 003 Link of Thought, bla bla, gibt es immer drei Links. Das ist einmal die Exhibition. Zeigt, dann kann man das ja sehen. Genau, das ist einmal die Exhibition, also das ist die Ausstellung, wo man dann hier zehn Links ungefähr sieht. Dann gibt es Statements. Ja, das sind Statements von wem? Genau, von den Kuratoren. Von den Kuratoren. Ja, das dauert ein bisschen. Und hier haben wir zum Beispiel den Dialog. Ja. Das haben wir wiederum auf einem extra Blog namens der Gallery Context Net, irgendwie, wo wir das irgendwie veröffentlichen, also das und zurücklegen. Ja. Genau. Wo man das eigentlich alles nachlesen kann. Und dann, warte mal, gibt es noch eines, halt so die Taggers. Das ist halt dann so der... Da werden halt so Kurzbiografien von den jeweiligen Kuratoren. Die halt bei euch Taggers halt. Ja, genau. Ah, ja, schön. Ja,